just make me crack. Hallo Leute und willkommen zurück. Ich bin's immer Jan und ja, willkommen zu einer neuen Runde Ender Games. Und ja, gucken wir mal, wie es läuft. Und ja, jetzt soll gleich sonst noch 10 Sekunden sein. Jupp. So, gut. 5 Sekunden geht's los und ja, gucken wir mal, ne? Ich hoffe mal, wir kriegen ganz gute Sachen am Anfang. Wäre ganz schön. Naja, zumindest ein bisschen Essen. Hauen wir einfach direkt ab. Ich hoffe mal, ich finde jetzt Kisten, weil ich weiß nicht, irgendwie laufe ich anscheinend übelst oft irgendwelche Routen, wo gar keine Kisten sind, das ein bisschen nervt. Aber okay. Irgendwie, was war mit dem los, dass der irgendwie nichts bekommen hat? Naja, was soll's. Okay, das war ein kleiner Bug, da bin ich kurz geflogen. Irgendwie, ich glaube, das ist ein Bug von Känguru, das habe ich nicht öfters mal. Und ja. Gut, gucken wir nochmal kurz, ob hier irgendwo eine Kiste ist und sonst... Fangen wir mal an zu craften, auch wenn wir leider nicht mal ein Eisenschwert machen können. Was natürlich ein bisschen schade ist, aber... Da, okay, komm. Die hat er noch nicht. Ach, fuck. Schade. Egal, komm. Man braucht doch... Hier ist doch bestimmt nur 9 Kills. Ach, komm. Wir bauen schnell ab, damit wir uns zumindest überhaupt noch was craften können, ne? Okay. Die hauen aber ab, ne? Ja gut, die sind, gehen woanders hin. Dann kann ich hier irgendwo in Ruhe hochjumpen. Wenn ich nicht dafür wäre, genau. So, nice. Jetzt muss ich mich aber mischen, die immer mich so verfolgen. Das nervt. Nein, was mache ich? Ich bin so dumm. Fuck. Alter. Wow. Da habe ich Glück gehabt. Aha. Der Switcher. Jetzt muss ich aufpassen. Was, das war eine Enderperle? Ach, am Arsch. Ich dachte, das wäre ein Switcher gewesen. Fuck. Gut, da rennen wir mal kurz. So. Wie viele Blöcke ist er entfernt? 27. Jawohl, das... Warum werde ich jetzt mit dem geportet? Vor allem zu jemandem, der hier eine... der hier ein Diamantschwert hat. Ey, Alter, das gibt's nicht. Wird zu jemandem gebottet, der ein Diamantschwert hat. Was soll der Kack? Alter. Mein Gott, nee. So, jetzt wäre es nett, wenn ihr mich auch mal irgendwas machen lassen würdet. So. Ganz in Ruhe. Naja, eigentlich habe ich keine Ruhe. Ich sollte mich eher beeilen. Scheiße. Scheiße sagt man, die Scheiße macht man, bla bla bla. Wissen wir alle, ne? So, Feuerzeug. Ich habe jemanden gekillt, weil Baum. Ja gut, weil er wahrscheinlich runtergefallen ist, irgendwie Schaden genommen hat. Keine Ahnung, liegt mich nicht. Ne? So. Okay, der nächste ist zumindest ein bisschen entfernt. Was ich auch nochmal sagen wollte, vielleicht seht ihr es da. Die Minecraft Pickaxe. Ja, ich war ja in München, also das werdet ihr auch noch sehen in einem Vlog. Also ich glaube, der Vlog müsste erst nach diesem Video hochkommen, wo ich das sage, zeige, whatever. Müsste, glaube ich, schon. Und ich renne gerade zum Gegner, obwohl ich noch sau wenig Leben habe. Und ja, auf jeden Fall, den habe ich mir in Bayern gekauft, im Itemshop. Den gibt es nur in München, den Itemshop. Und ja, also das ist ein Laden und der heißt Itemshop. Warum habe ich jetzt Fallschaden genommen? Oh Mann. Und der ist auf jeden Fall richtig geil, der Laden. Also, wie gesagt, ihr werdet es alles noch im Vlog sehen. Aber ja. Falls ihr da noch nicht wart und irgendwie mal... Das ist... Ich werde zweimal zu dem Diamantschwert geportet. Das ist so eine Verarsche. Ich hasse dieses Spiel. Mann, auf jeden Fall. Falls ihr mal irgendwie in München seid oder in der Nähe von München wohnt oder so, müsst ihr da auf jeden Fall immer reingehen. Und wenn ihr da schon wart, geht halt einfach nochmal hin. Und ja, ungefähr das gleiche habe ich auch im Vlog gesagt, aber was soll's. Auf jeden Fall ist es richtig cool, so die Pickaxe. Soll doch Schaumstoff, harter Schaumstoff und ja, die habe ich mir da hinten hingestellt, damit man die auf jeden Fall im Video sieht. Vielleicht werde ich die auch irgendwann mal hinhängen oder so. Ich werde mir auf jeden Fall, eigentlich wollte ich mir ich sag das jetzt so, weil ich habe keinen Bock, das jetzt erst im nächsten, zwar ich mache ja noch eine Runde, aber ich habe jetzt keinen Bock, in der nächsten Runde erst zu sagen. Ja, ich wollte mir eigentlich einen Iron Sword holen, aber die waren dann nachher ausverkauft, als wir dann wieder in München waren. Also wir waren ja am ersten Tag,
schon einmal da in Item Shop und die wollten mir das halt erstmal so zeigen, da habe ich mir noch nichts geholt und jetzt waren wir dann nochmal da und da gab es noch die Pickaxe. Und ja, irgendwann werde ich mir wahrscheinlich aber noch eins holen, spätestens nächstes Jahr, wenn ich wieder da bin, wenn die dann welche haben, hoffentlich. Und ja, keine Ahnung. Finde ich auf jeden Fall cool und wollte ich mir das anmerken. Passt halt, dann sieht man ein Video und so und jetzt so vor allem Minecraft-Videos und keine Ahnung, ist ja egal. Oh mein Gott, ich laufe schon wieder so viel Kack, was voll unnötig ist. Egal, wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder und dann hoffen wir mal, dass es jetzt, ja, besser laufen wird und ja. Mann, ey, ich hatte gerade schon wieder eine Situation, also wieder, ich hatte halt schon wieder noch was aufgenommen, aber da war wieder eine Situation, in der ich mir auch nur so, nee, so, ja, genau das habe ich mir gedacht. Mein Gott, jetzt, mein Gott, ich bin ein Känguru, ich muss besser springen können eigentlich, egal. So, die bekomme ich auch, danke, die Enderperlen auch, nice. Ich bekomme ja alles, ja Mann. Ich bekomme halt einfach gerade echt alles. So. Oh, nochmal ein bisschen Essen. Nice. Okay, jetzt. Falls noch was geportet wurde, keine Ahnung, egal. Das kann mir jetzt egal sein. So, die Runde fängt auf jeden Fall jetzt sehr gut an. Ich hoffe mal, das wird jetzt auch so bleiben. Das ist auf jeden Fall jetzt sehr nice. Jetzt habe ich mal endlich eine Route genommen, wo auch viele Kisten waren. Aber gut, die habe ich auch von oben schon gesehen. Ja, schön. Ich will craften, ohne dass ich Holz habe. Das ist natürlich sehr schlau. Aber das Holz ist ja direkt hier, das können wir einfach schnell abbauen. Aber ich muss mich jetzt beeilen. Ja, danke. Na gut, 15 Sekunden Lag. Mittlerweile weiß ich, dass es den gibt, also dass es dann bei 15 Sekunden manchmal so ist. Aber ich muss mich jetzt eigentlich sehr schnell beeilen, weil sonst ist die Schutzzeit vorbei und ich werde überrascht oder so vielleicht. Naja, wer weiß, ne? So, nice. Zack, haben wir noch eine Hose und dann machen wir uns das noch. So, das würde ich sagen, ist auf jeden Fall ein akzeptabler Start. So, jetzt noch schnell ordnen hier ein bisschen. Den brauche ich nicht. Dahin, zack, zack. So, warte, dann können wir noch so ein Feuerzeug. So, dann gucken wir mal, wo der erste Gegner ist. 20 Blöcke von hier aus. Da unten ist er. So. Stirb, stirb, stirb. Nice, da haben wir ihn direkt. Okay, er ist noch sichtbar gewesen. Wieso auch nicht? So, direkt mal aus. Das ist nice. Das ist doch schön. Genau das, was uns gefehlt hat und dann auch sehr gut. Okay, warum ich jetzt auch immer falsch angenommen habe. Das ist jetzt... Wow. Wow, einfach... Einfach wow. Ich sag dir jetzt mal einfach... Vor allem, ich habe ganze Zeit auf 2 gedrückt, damit es auf... Dia Schwert wechselt, aber nee, wieso auch? Das ist... Ja, das war jetzt einfach Pech. Egal, ich denke mal, ich werde einfach noch eine... Ja, noch eine kleine Runde dran setzen. Bis gleich. Ja, da bin ich wieder. Und... Ja, da hoffen wir mal, dass es jetzt besser laufen wird, wa? Hoffen wir mal. Wäre natürlich schön. So. Du spielst das Geek Känguru, I know. I have wählt das. Was? So, egal. Ja. So, gut. Wir holen uns hier direkt mal ein paar Kisten. Ich würde sagen, jetzt räumen wir richtig ab. Ich meine, gerade in der Runde haben wir zwar auch viele Kisten bekommen, aber dann irgendwie noch voll verkackt. Aber diesmal gewinnen wir. 100 pro. Wir können gar nicht verlieren. Ich meine, ey, wir sind wir, was? Keine Ahnung, ich laber hier wieder ein bisschen sehr viel Scheiße. Ihr seid ja gewohnt von mir. Also, nimmt sie nicht zu übel, ne? Oder tut's von mir aus, aber... Ja, interessiert mich nicht. Nee. Ich kann das auch einfach ignorieren. Und ich bin gerade zu dumm, hier irgendwas wieder zu... Vor allem, ich brauche nicht mehr auf die Bäume... brauche nicht mehr auf die Bäume springen. Egal, so. Zack. Dann Eisenschwert, Eisenbrust. Jetzt sind wir zumindest noch ein bisschen besser ausgerüstet als beim letzten Mal. Wobei, ich glaube, beim letzten Mal hatten wir... So, hatten wir, glaube ich, ein Dia-Schwert, wenn ich mich recht erinnere. So. Was macht der da? Er rüstet seinen... So, komm jetzt, mein Gott. Geht doch.
Mine Fräse nie. So, schnell, alles so, zack, nice. So, der nächste ist noch ein bisschen entfernt. Dann werde ich mir jetzt mal hier noch die Sachen snacken. So, immer noch entfernt, nice, dann kann ich... Ich glaube, die Dingens wird weggepottet. So, ich bräuchte was zu essen. Da sind leckere Kühe. Leckere Kühe. So, nice. So, nein, Leck. Brauche ich ein Leck? Warum hatte der auf einmal keinen... War der Techniker? Der könnte Techniker gewesen sein. Entweder hat er dummerweise sein Schwert aus Versehen gewechselt und hatte deswegen... Also hatte deswegen kein Schwert mehr, weil es halt... aus Versehen gewechselt hat halt so, oder... er ist Techniker und ist kaputt gegangen. Das könnte auch sein. Hey, das ist ein Tintenfisch. Das wäre cool gewesen. Hat das jetzt getroffen, der Pfeil. So, gucken wir mal. Wir sind nämlich wieder fast voll Hälfte. Den kriegen wir auf jeden Fall. Denke ich. Was? Wieso? Hä? Wir waren doch viel besser ausgerüstet. Wie hat er uns so schnell besiegt? Ich meine, klar, der hat so ein Diaschwert, aber wir hatten viel bessere Ausrüstung. Das kapiere ich nicht. Das sehe ich nicht ein. Nee. Das sehe ich nicht ein. Naja, was will man machen? Auch wenn ich es nicht einsehe, kann ich es nicht ändern und... Egal, zumindest haben wir diesmal zwei Gegner getötet. Bam! Und naja, dann hoffe ich mal, wie immer, dass es euch gefallen hat und... Ich würde mich über eine Bewertung freuen und ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video und ich sag's wie immer, tschüss, bis zum nächsten Mal.